Finaltag des Golfturniers endet das Wetterglück, das dem JTFO-Wettbewerb bislang so treu geblieben ist. Nach den Einzelspielen des ersten Tages liegen die Teams aus Baden-Württemberg vom Privatgymnasium St. Leon Roth und aus Niedersachsen vom Gymnasium Hittfeld-Sevetal in Front. Während für die Niedersachsen, bei denen gleich drei Spieler unter Paar bleiben, die homogeneren Ergebnisse stehen, haben die Süddeutschen mit der Bundeskaderspielerin Selina Sattelkau ein echtes Ass im Ärmel. Ja, also wir sind ja ein bisschen hinten hinter den Niedersachsen und wir wollen halt ein paar Schläge aufholen. Bisher hat es noch nicht so ganz geklappt, aber wir bleiben weiter dran und dann hoffe ich, dass wir es noch hinkriegen. Weil letztes Jahr haben wir auch gegen Niedersachsen verloren und dieses Jahr wollen wir uns revanchieren. Was aber definitiv schwer wird. Immerhin haben auch die Norddeutschen mit Lukas Demand einen Bundeskader im Team und liegen bereits 6 Schläge vorn. Und auch Lukas' Flightpartner Finn Meinecke ist nicht zum Zuschauen nach Berlin gekommen. Ja klar, wir sind halt mit großen Ambitionen hierher gefahren und wollen das natürlich gerne wieder gewinnen. Nach dem ersten Spieltag ebenfalls noch gut im Rennen sind die Teams aus Bayern, Hamburg und Berlin. Und vielleicht geht ja zumindest für die Berliner von der Königin-Luise-Stiftung noch was. Die haben hier schließlich Heimvorteil. Also wir haben den Platz jetzt nicht zum ersten Mal gespielt bei der Proberunde, aber ich denke schon, da das Niveau hier sehr hoch ist, dass die Spieler sich einstellen können, wenn sie den Platz einmal gespielt haben. Also ich denke nicht, dass der Heimvorteil allzu groß ist. Eine realistische Einschätzung, wie sich zeigen soll. Die Berliner werden am Ende Sechste. Das Team aus Niedersachsen gewinnt souverän mit 6 Schlägen unter Paar und 10 vor Baden-Württemberg, gefolgt von den Bayern, die sich Bronze sichern. Chico.